Ja moin, willkommen zur 11. Folge von Familie und Gedöns, dem Podcast zur Lage der Familie, produziert vom Aktionsbündnis Demo für alle. Mit uns bleiben Sie immer auf dem Laufenden, was hierzulande rund um die Familie geschieht. Mein Name ist Kerstin. Und ich bin der Moritz. Bevor wir zur Sache kommen, müssen wir noch was ganz Wichtiges nachholen, Moritz. Echt? Was denn? Na, wir hatten doch letztes Mal Jubiläums-Podcast-Folge. Die 10. Folge. Und dann haben wir doch tatsächlich vergessen, darauf anzustoßen. Das stimmt. Das passiert uns eigentlich sonst nie. Nee, das heißt, das holen wir jetzt mal nach. Wobei es wahrscheinlich klüger wäre, damit bis zum Ende des Podcasts zu warten. Ich glaube, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden. Ich öffne gerade mal schon mal die Flasche. Wow, das ist ja hier ganz teurer Fusel, den du mitgebracht hast. Mit Schraubverschluss. Der Wahnsinn. Danke. Leider keinen schönen Korken, den man knallen lassen kann. Aber immerhin ist es kalt. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich sagen, auf unsere 10. Folge. Auf unsere 10. Folge, die wir schon erfolgreich hinter uns gebracht haben. Man kann nie oft genug darauf anstoßen. Prost. Prösterchen, warte, das müssen wir doch klüngen lassen. Ach stimmt, natürlich. Wahnsinn. So. Was könnten wir eigentlich jede Folge tun, oder? Na, warten wir lieber mal ab, wie es heute läuft. Ein bisschen süffig. Alles klar, hast eigentlich recht. Aber dann steigen wir doch mal gleich ein, oder? Mhm. Welche Themen hast du denn heute mitgebracht? Mein erster Artikel ist aus dem Fokus und zwar von Jan Fleischhauer und heißt: Sagen Sie bloß nichts Falsches über Vaginas oder die Transaktivisten eröffnen die Jagd auf Sie. Das fängt ja super an. Okay, was hast du noch? Ja, der zweite Artikel ist aus... Können wir das überhaupt senden? Ist das jugendfrei? Bisher kamen solche Begriffe ja doch auch und wurden noch nicht zensiert. Also jugendfrei ist ja leider ja nicht unser Podcast, aber... Da hast du recht. Okay, dann mach weiter, hau rein, komm, jetzt noch einen drauf. Na, nee, das nicht. Aber aus dem Cicero von Professor Uwe Steinhoff, das Bundesverfassungsgericht und die geschlechtliche Identität auf den Leim gegangen. Ganz harmlos. Na, nicht nur ganz harmlos, sondern... Nun ja, nee, ich habe auch was mitgebracht. Echt? Ja. Sprich. Okay. Und zwar habe ich einen Artikel aus der Taz. Sehr schön. Wieder. Du hast letztes Mal auch schon aus der Taz dabei gehabt. Ich liebe die Taz. Die Taz ist so großartig. Das ist nicht so ein Einheitsbrei. Da ist immer was Neues dabei. Und zwar schreibt da eine Lynn Hirse. Schon der Name ist doch großartig, oder? Lynn Hirse. Auf jeden Fall. Hat einen Artikel geschrieben, der heißt, oder einen Kommentar. Vielleicht will ich kein Kind. Und darüber möchte ich heute sprechen, über Menschen, die vielleicht oder ganz bestimmt keine Kinder wollen. Und dann habe ich einen Artikel aus der FAZ. Die Leihmutter kommt im Fotoalbum vor. Moritz, dann starte doch mal mit dem ehemaligen Linken, der jetzt bei den Rechten ist. Jan Fleischhauer, genau. Unbedingt. Seine Kolumne ist wie immer natürlich launig, ja, man kennt das von ihm. In seinem Artikel ist er auch sehr, sehr interessant, weil er auf einige sehr aktuelle Phänomene hinweist, die, wie er schon im Titel ankündigt, mit dem Thema Transgender zusammenhängen. Ganz, ganz viel beachtet, auch in den internationalen Medien, ist der Fall Kathleen Stock. Auf den geht er zuerst in seiner Kolumne ein. Nämlich geht es bei Kathleen Stock um die, wie man betonen muss, lesbische und feministische Philosophieprofessorin aus England, genauer gesagt von der Universität Sussex, die vor wenigen Wochen dort gekündigt hat. Und zwar freiwillig im gewissen Sinne, aber dann doch nicht ganz freiwillig, wenn man sich damit beschäftigt, was ihr in den Wochen zuvor eigentlich widerfahren ist. Denn Stock wurde Opfer einer monatelangen Hetzkampagne durch Transgender-Aktivisten. Könnte man sich fragen, okay, wie gesagt, sie ist lesbische Feministin und auch, wie sie sagt, selbst eine Linke. Warum wurde sie Opfer von solchen Hetzkampagnen? Und zwar hatte sie den großen Affront begangen, tatsächlich zu behaupten, dass das biologische Geschlecht real sei. Also dass Geschlechtsidentität, diesen Begriff, den kommen wir später auch noch das ein oder andere Mal zu sprechen, dass der immer an das biologische Geschlecht gekoppelt sei und dass dementsprechend man nicht einfach behaupten könnte, man sei jetzt Mann, Frau oder sonst irgendwas, sondern dass man tatsächlich von der Geburt an, oder besser gesagt von der Befruchtung an, eben ein Geschlecht mitgegeben hat. Und da, ja, das behält man. Ja. Und diese Aussage, die natürlich sich mit den biologischen Tatsachen deckt, wie wir alle wissen. Aber eben nicht mit ideologischen Tatsachen. Nicht mit ideologischen, ja. Genau, danke, genau. Ja, die stieß nämlich ja auf den Widerstand von Ideologen, nämlich von Transgender-Ideologen an der Uni, eben Studenten oder irgendwelchen Gruppen dort, die dann begonnen haben, unter dem Slogan Stock Out, also ja,
dass man Stock herauswerfen soll von der Uni, ganz aggressive, brutale Kampagnen gegen sie zu fahren. Also ich zitiere mal hier aus der Kolumne von Jan Fleischauer, er beschreibt das so: Wenn sie, also Stock, morgens zur Arbeit erschien, wartete auf der Straße vor ihrem Büro schon ein wütender Mob, der sie beschimpfte und bedrohte. Wenn sie den Computer öffnete oder sich über das Handy auf einem der sozialen Kanäle bewegte, spie ihr blanker Hass entgegen. Ihren letzten Tag an ihrer Arbeitsstelle beschrieb sie so, Zitat, jedes Poster in dem Tunnel zum Eingang, den ich hunderte Male gegangen war, trug meinen Namen. Als ich zur Toilette betrat, sah ich, dass auf allen Türen in meinem Gebäude Sticker gegen mich klebten. Ich drehte mich um und rannte zurück zur Bahnstation, hyperventilierend. Zitat Ende. Also man merkt an dem kurzen Ausschnitt schon, dass wirklich überall in der Uni dieser Hass ihr entgegenschlug. Aber das sind ja dann nicht alles Transgender-Aktivisten, ja? Die haben die ja dann irgendwie aufgehetzt oder... Naja, es ist angeblich eine kleine Minderheit gewesen, man weiß es nicht ganz genau, aber sie war halt eben auf jeden Fall sehr lautstark. Ja. Also es gab dann auch, ich habe selbst mal nachgeguckt, auf den sozialen Netzwerken einige Kanäle, die ja dann eben unter den Schlagwörtern, diesen Sätzen wie Stock is a transphobe und so weiter, eben Fotos gepostet haben, wie Vermummte mit Pyrotechnik und irgendwelchen Bannern auf dem Universitätscampus stehen und ja wild und lautstark gegen sie dort ihre Parolen schrien oder wie wirklich überall in dem besagten Tunnel oder auch an Wänden der Universität mit Graffiti, Stock out oder Stock is a transphobe eben gesprayt war. Hat sich denn die Unileitung jemals zugeäußert? Ja, tatsächlich aber erst, als sie ihren Rückzug angekündigt hat. Das war dann nämlich so, dass die Polizei Stock geraten hat, sich einen Personenschutz zuzulegen und ihr Haus dann auch mit einer elektronischen Alarmanlage noch abzusichern. Das hat sie gesagt, das war dann letztlich, da war die Spitze des Eisbergs erreicht. Das war eben, da konnte sie nicht mehr weitermachen. Sie hat nach dieser Empfehlung der Polizei, die auch ein bisschen lächerlich ist, dass man sonst ihr scheinbar nicht helfen kann, sondern dass nur sie selbst dann irgendwelche Sachen machen muss. Nach dieser Empfehlung hat sie öffentlich ihren Rückzug angekündigt. Daraufhin hat die Uni gesagt, das ist eigentlich sehr, sehr traurig und sehr, sehr schade. Es darf eigentlich nicht sein, dass jemand, der so angeblich kontroverse Positionen vertritt, dann eben von so einem wütenden Mob von der Uni vertreten wird. Aber letztlich hat die Uni, auch zumindest mal meinen Recherchen zufolge oder den Artikeln zufolge, die es da doch so, so häufig über sie gab, nicht auch darauf reagiert in dem Sinne, dass sie versucht haben, ihr die Arbeit weiterhin zu ermöglichen, sondern hat das dann irgendwie so ein bisschen hingenommen. Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, den gerade Jan Fleischauer in seiner Kolumne sehr stark kritisiert. Also man könnte jetzt nämlich, so schreibt er das auch, sagen, ja, das ist irgendwo in England passiert, das ist irgendwie weit weg, ja, das interessiert uns nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass man wirklich beobachten muss, wie dieser Prozess abgelaufen ist. Ja, es waren nicht nur irgendwelche brutalen Aktivisten auf der Straße, sondern es gab auch einen internationalen Aufruf, an dem sich auch einige deutsche Unidozenten beteiligt haben, Stock doch unbedingt zu entlassen wegen ihrer angeblichen transphoben Aussagen. Und man hat ja letztlich gesehen, dass auch wenn viele Leute, auch selbst viele deutsche Medien darüber berichtet haben, im Endeffekt niemand wirklich was getan hat, damit sie weiterhin an der Uni lehren kann. Und das ist ja besonders erstaunlich, weil ja normalerweise könnte man sagen, eine linke lesbische Feministin müsste ja eigentlich geschützt sein. Ja, müsste total geschützt sein, sie müsste überall hofiert werden, ja. Und letztlich ist das aber ganz und ja, gar aber nicht das der Fall. Ja, ist immer, wenn die Minderheit und nochmal mehr Minderheit ist oder intersektional Minderheit genau. ist, dann ja. Verliert man eben als lesbische Feministin. Das ist ja genau. Also, im Endeffekt, nichts Besonderes mehr. Nee, es ist tatsächlich, auch gerade in England ist es nichts mehr Besonderes. Wir haben ja bereits schon über J.K. Rowling gesprochen, aber es gibt auch gerade an den englischen Unis viele ja, Phänomene, wo britische Feministinnen, Professorinnen, ja, TERFs, wie man ja sagt. Wie bitte, was? TERFs. Genau, das ist, das ist ein Kampfbegriff von den Transgender-Aktivisten. Und heißt? Der beschreibt unter anderem Leute wie Stock oder Rowling. Der heißt Trans-Exclusionary Radical Feminist. Also, eine trans-ausschließende radikale Feministin. Ganz genau, ja. Feministinnen. Feministinnen, in dem Fall, genau. FeministInnen wahrscheinlich. Streng genommen wäre es das, ja. Das habe ich jetzt noch nicht gelesen. Okay, TERFs. Genau, TERFs. Und Stock ist eine, Rowling ist eine. In England gibt es relativ viele, die davon betroffen sind. Und viele von denen haben eben diese, wie man ja sagt, Cancel Culture mittlerweile. Alice Schwarzer ist auch eine, ganz genau. Das ist ein gutes Beispiel dafür, weil sie nämlich diesen Hass von Transgender-Aktivisten
jüngst auch erst zu spüren bekam, als nämlich ihr Verlag ankündigte, dass sie im April nächsten Jahres ein Buch herausgeben wird. Also sie wird es nicht selbst schreiben, sondern sie wird es herausgeben, zusammen mit Chantal Lewis, auch eine Emma-Redakteurin, die auch sehr viel sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das Buch wird heißen Transsexualität und ist ein Sammelband mit verschiedenen kritischen Aufsätzen zu dieser ganzen Thematik. Und der Verlag kündigt das an, das heißt, es ist bis jetzt nur der Klappentext bekannt und noch nicht irgendwelche, es ist nicht weder das Inhaltsverzeichnis noch irgendwelche anderen Inhalte. Und just als der Verlag das bekannt gibt, bricht natürlich auf Twitter, wo sonst, wo sich ja ganz viele Transgender-Aktivisten auch tummeln, ein richtiger Shitstorm los, auch von irgendwelchen deutschen Journalisten, die dann eben, ja, die eigentlich mehr als Aktivisten agieren, die dann sich aufregen, wie kann denn ein Verlag ein solches transfeindliches Buch tatsächlich hier veröffentlichen. Unter anderem war da auch dabei Georgine Kellermann ja, vom WDR, also der Journalist, der sich da auch für dieses Thema sehr, sehr stark da einsetzt. Der Mann, der immer Döckelschuhe anzieht und mit seinem schütteren Haar kunstvolle Frisuren nachzieht. Du hast das erfasst. Ja, also auch kein Freund von Alice Schwarzer offensichtlich. Nee, finde ich super, klar, ohne Inhalt zu kennen, dann schon mal drauf zu hauen. Das macht man so. So gehört sich das in einer toleranten, demokratischen, weltoffenen Das kennen wir leider mittlerweile. Und das ist ja auch so ein wichtiger Punkt in dem Fall. Man muss ja hier das Sprichwort anwenden, die Revolution frisst ihre Kinder. Also Schwarzer, Stock und Co. haben ja letztlich diesen Kampf über die Geschlechter losgetreten, beginnend vor Jahrzehnten schon. Und jetzt mittlerweile werden sie von dieser Denkweise, die ja auch eben von den Konstruktivismus sehr stark beeinflusst ist, wie wir ja wissen, ja letztlich eingeholt und werden überholt in gewisser Weise und werden letztlich zerstört. Ja, sie halten am biologischen Geschlecht fest, das ist mittlerweile komplett out. Dementsprechend werden sie auch gecancelt. Ja, zumindest mal, auf jeden Fall haben sie hier schon mal einen großen Shitstorm zu erwarten und der kann eben auch zu Jobverlust führen. Interessant ist, dass das ja auch nicht nur diese sogenannten TERFs betrifft, sondern mittlerweile auch immer mehr jeden, der im Bereich der Comedy irgendwie unterwegs ist. Also ganz normale Komiker, Satiriker, die einfach nur irgendwelche harmlosen Witze machen oder versuchen zu machen, bekommen eben diese Wut auch zu spüren. Auch ganz, ganz aktuelle Beispiele in England, Monty Python-Star Terry Gilliam, ja, dessen neue Musical-Show an einem Londoner Theater auch gekündigt wurde, weil er ähnlicher wie auch andere Monty Python-Mitglieder sich ja dann eben politisch inkorrekt über das Thema Transgender geäußert haben. Oder in den USA. Wobei sich ja die gerade Monty Python-Macher so unglaublich toll, also wie kein anderer, finde ich, vor 40 Jahren schon mal so herrlich über die Gender-Geschichte lustig gemacht haben mit dem Loretta-Ding Leben des Brian. Das ist ja wirklich großartig. Ich finde immer, die haben das so vorweggenommen. Also für alle, die es jetzt hier nicht kennen. Hier gibt es die feinen gesalzenen Lerchenzungen, Zaunkönigleber. Ich muss dir sagen, Reg, jede antiimperialistische Gruppe wie die unsere muss eine solche Interessendivergenz innerhalb ihrer Machtbasis reflektieren. Einverstanden. Francis? Ja, ich glaube, Judiths Gesichtspunkt ist sehr stichhaltig. Vorausgesetzt, die Bewegung vergisst niemals, dass es das unveräußerliche Recht eines jeden Mannes ist. Oder Frau. Dass er sich selbst freimacht. Oder sie sich selbst. Oder sie sich selbst. Einverstanden. Danke, Bruder. Oder Schwester. Wo war ich? Ich glaube, du warst fertig. Oh, richtig. Darüber hinaus ist es das Geburtsrecht eines jeden Mannes. Oder Frau. Warum hörst du nicht endlich mit den Frauen auf? So kommen wir zu keinem Ende. Die Frauen haben ein natürliches Recht, in unserer Bewegung eine Rolle zu spielen. Warum redest du nur pausenlos über Frauen, Stan? Weil ich eine sein möchte. Was? Ich möchte eine Frau sein. Ich möchte, dass ihr mich von jetzt an Loretta nennt. Was? Das ist mein Recht als Mann. Ja, aber warum möchtest du Loretta sein, Stan? Weil ich Babys haben möchte. Was möchtest du haben? Babys? Jeder Mann hat das Recht, Babys zu haben, wenn er sie haben will. Aber du kannst keine Babys haben. Unterdrücke mich bitte nicht. Ich unterdrücke dich überhaupt nicht, Stan, aber du hast keine Mumu. Eine Gebärmutter hast du auch nicht. Wie soll denn das funktionieren? Willst du es in der Zigarrenkiste aufheben? Warte, ich habe eine Idee. Nehmen wir an, dass ihr euch darauf einigt, dass er keine Babys bekommen kann, weil er keine Gebärmutter hat, woran niemand schuld ist, nicht mal die Römer. Aber dass er das absolute Recht hat, Babys zu bekommen. Gute Idee, Judith. Wir kämpfen gegen die Unterdrücker für dein Recht, Babys zu haben, Bruder. Verzeih, Schwester. Das ist doch aber sinnlos. Was? Es ist vollkommener Blödsinn, für sein Recht, Babys zu bekommen, zu kämpfen, wenn er keine Babys bekommen kann. Es ist symbolisch für unser Ringen gegen die Unterdrückung. Symbolisch für sein Ringen gegen die Realität.
Das ist ein gutes Beispiel. Also eben, wie du sagst, sie haben es vorweggenommen und trotzdem werden sie, also die Leute von Monty Python, heute Opfer dieser Hetze, weil natürlich niemand diesen Spaß versteht oder diese Satire dahinter, weil natürlich es mittlerweile ja unglaublich ernst nimmt, dass man ja, das wieder auswählen darf. Ja, weil es darf sich über alles Mögliche lustig gemacht werden, über weiße Männer, über weiße Frauen, da kann man sich herrlich lustig machen, über Heterosexuelle, aber bloß nicht über Minderheiten. Nee, genau. Und je minder minderheitiger das ist, desto weniger hast du das Recht, dich darüber lustig zu machen. Sie sind wahnsinnig sensibel. Genau, sie sind wahnsinnig sensibel. Und das Lustige ist, dass genau diese Aussage auch in einem anderen Fall zur Cancel Culture geführt hat, nämlich im Falle von Dave Chappelle in den USA, auch sehr, sehr berühmter Komiker, so vielen Filmen mitgemacht. Ich glaube, den kennt dort drüben wahrscheinlich jeder. Der ich kenne ihn nicht. Nicht so schlimm, aber er ist sehr lustig. Sag doch mal einen Film. Jetzt hört's auf. Das weiß ich nicht. Den Film habe ich auch nicht gesehen. Er hat auf Netflix eine Show, die heißt The Closer. Und dort sagt er unter anderem, dass eben die LGBT-Community zu sensibel sei. Also wiederholt genau, was du gesagt hast. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ein paar Mitarbeiter von Netflix vor ihrem eigenen Gebäude in Kalifornien, im Silicon Valley, dort protestiert haben, warum Netflix denn... Was die eigene Mitarbeiter... Ja genau, es waren Mitarbeiter von Netflix, die gegen ihren Konzern, gegen diese Show demonstriert haben. Und haben eben gesagt, ja, diese Show müsste runtergenommen werden. Ist bis jetzt glücklicherweise noch nicht geschehen, aber wer weiß, wie lange man den Druck noch standhalten wird dort. Das ist ja auch wieder das Interessante, du hast gesagt, Minderheit. Wenn man sich die Videos und Fotos von diesem Protest ansieht, sieht man, das sind nicht sehr, sehr viele Leute. Aber trotzdem haben ganz, ganz viele Medien darüber berichtet. Und das ist auch, was Jan Fleischhauer in seiner Kolumne schreibt. Die nennt hier das hier Terror der Minderheit, wo es an zahlenmäßiger Größe mangelt, hilft man mit Aggressivität nach. Da kann man ergänzen, man hilft auch natürlich dadurch nach, oder man bekommt die Hilfe durch natürlich eine unglaublich große mediale Berichterstattung, ja, wo man wirklich auf Seite 1 sozusagen, ja, landet, mit einem ganz, ganz kleinen, unbedeutenden Protest, aber weil man eben so laut und so aggressiv und auch mit den richtigen Schlagworten operiert, bekommt man hier eine ganze große Menge Aufmerksamkeit geschenkt. Und ja, Jan Fleischhauer stellt sich halt am Ende dann die Frage, warum man diesem Wahnsinn eigentlich nicht mehr entgegenhält. Ja, also er schreibt hier, warum lässt man sich von einer kleinen Gruppe terrorisieren, die allen Ernstes jeden einer transphoben Gesinnung bezichtigt, der von menstruierenden Frauen und nicht von menstruierenden Menschen spricht? Vermutlich ist es Feigheit, in der Szene nicht mehr als Ally, also als Verbündeter zu gelten. Viele halten möglicherweise auch still, weil sie hoffen, so Angriffen von sich selbst zu entgehen. Die Frage ist ja berechtigt. Ich würde mal sagen, je bunter es aber diese Transgender-Aktivisten treiben, je aggressiver sie vorgehen, je mehr sie auch gegen Leute wie eben sogenannte TERFs oder Dave Chappelle und so weiter gehen, Monty Python, desto mehr würde ich behaupten, werden Leute auch eigentlich über diese Absurdität sich im Klaren sein und werden, glaube ich, auch kritische Stimmen äußern. Also die Frage, glaube ich, würde ich schon eher positiv eigentlich beantworten, dass man schon hier sieht, dass eigentlich Leute, je absurder, je bunter es hier von der Transgender-Lobby getrieben wird, dass man dann trotzdem ja eigentlich auch mehr Leute findet, die dann aufwachen und sagen... Gehst du nicht mit? Ich bin nicht ganz so optimistisch, dass das demnächst schon sein wird. Ich glaube, da wird noch eine ganze Buntheit gefordert werden, damit das überhaupt stattfindet. Weil in demselben Artikel spricht ja der Jan Fleischhauer auch über den Fall der Gesine Schwan, also dieser, die mal SPD-Politikerin, die wollte mal Bundespräsidentin werden, genau. Und die hat doch tatsächlich, die ist ja auch quasi Opfer so einer Trans-Geschichte geworden, weil sie den Schauspieler oder die Schauspielerin, ich habe schon wieder vergessen, was es im eigentlichen Sinne ist, ich weiß es auch nicht. Heinrich Horwitz. Der Vorname ist eigentlich sehr klar, Heinrich. Ja, aber ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, ob es jetzt, wie gesagt, aber jedenfalls, Heinrich Horwitz bezeichnet sich als nicht-binär oder identifiziert sich als nicht-binär. Und Gesine Schwan hat es eben als Mann angesprochen und da gab es einen riesigen Empörungssturm, da hat sich sogar die SPD-Spitze eingeschaltet und das geht doch gar nicht und so. Also völlig, völlig irre, weil auch niemand kennt Heinrich Horwitz und Schauspieler und wichtig, aber egal. Also kriegt man seine 5 Minuten Ruhm halt. Ja, und das ist dann immer, das meint, denke ich eben auch, diese Schlagzeilen werden dann gefüllt, wenn es eben einen bekannten Politiker oder irgendeine bekannte Persönlichkeit trifft. Das ist ja dasselbe mit Thierse, der ist ja auch Opfer dieser Cancel Culture geworden oder dieser Identitätspolitik. Ja. Der war, glaube ich, auch komplett überfordert mit der Situation, genauso wie Gesine Schwan. Aber das hat mich dann wiederum an die Geschichte eines Freundes erinnert, der mir erzählt hat, der arbeitet für den Verein und die haben immer mal so Buftis und dann war wieder mal ein neuer Bufti da und von dem hieß es schon, der hat irgendwie eine Geschlechtsumwandlung oder will eine oder wie auch immer. Jedenfalls hat er sich vorgestellt, hallo, ich bin so und so und wie kann ich dich denn ansprechen?
Also er wollte es einfach nur richtig machen. Ja. Und daraufhin ist dieses Bufdi total ausgeflippt. Wie was denn für eine Anmaßung? Und wie kann er denn da sich da jetzt mit dem Geschlecht? Und das kann ihm doch völlig egal sein. Und hat sich dann tatsächlich beim Bundesfamilienministerium, dem Ansprechpartner für die Buftis, beschwert darüber, dass er so diskriminierend behandelt wurde. Und dieser Freund von mir, der ist nun wahrlich kein Transphober oder sonst irgendwas, das ist eigentlich ein Linker, ein genuin Linker. War komplett von den Socken, dass ihm das da passiert und widerfahren ist, weil der wollte es, wie gesagt, einfach nur richtig machen, aber ich glaube, inzwischen kann man nichts mehr richtig machen. Genau, das ist der Punkt. Man weiß auch gar nicht, wie man es machen soll. Das hat mich auch, da gibt es dieses Manifest Act Out von Schauspielern, also lesbischen, schwulen, trans, bi, queer, irgendwas Schauspielern, die gesagt haben, ja, mehr Sichtbarkeit und so, und es kann nicht sein, dass sobald wir uns outen, wir dann bestimmte Rollen nicht mehr bekommen. Mhm. Denn wir sind doch Schauspieler, wir können alles spielen. Gleichzeitig wird aber Halle Berry dafür angefeindet, dass sie bekannt gegeben hat, dass sie einen Transmann oder Transfrau, keine Ahnung, spielen will. Von der Translobby, nein, eine Cis-Frau kann doch keinen Transmann oder Frau spielen. Ich glaube, da wurde sie sogar aufgeregt, weil sie hat, glaube ich, von einem Transmann gesprochen, ging aber um eine Frau oder umgekehrt. Ich mach's auch schon wieder falsch. Ja. Scarlett Johansson, genau dasselbe. Mit der Begründung, eine Frau, eine Cis-Frau, also Cis bedeutet immer, sie fühlt sich auch als Frau und sie ist eine, dass eine Cis-Frau eben keinen Trans spielen kann, weil die kennt ja die Gefühle gar nicht. Aber der schwule Schauspieler soll bitte einen heterosexuellen Mann spielen können. Ja, ja. Hä? Ja, oder. Also man weiß wirklich nicht, also als Regisseur, ich wüsste ja gar nicht, wie ich es richtig mache. Oder wenn ich so eine Casting-Agentur hätte, ich wüsste ja nicht, wie ich besetzen soll. Ja, aber das kann man ja auch schön weiterführen. Man macht es ja immer falsch. Muss jetzt ein Bankräuber auch immer von einem Bankräuber gespielt werden? Absolut. Mörder, oder eine Putzfrau, muss von einer Putzfrau gespielt werden. Ich habe ein schönes weiteres Beispiel, aber noch ganz kurz zum Abschluss dafür, wie bunt man es tatsächlich hier auch treiben kann, wie absurd das wird. Nämlich geisterte da auf Twitter in den letzten Wochen ein schöner kurzer Videoclip aus einem Video-Webinar, würde ich sagen, von Microsoft aus den USA, also von der Firma selbst. Zu Beginn dieses Clips, dieses Webinars, sich die beiden Moderatoren kurz vorstellten, die in so einem Studio standen. Und beide stellten sich nicht nur mit ihren Pronomen vor, wie das ja dann eben mittlerweile gang und gäbe ist, sondern sie erklärten beide auch einmal ihren ethnischen Hintergrund und ihre Frisur. Also ist tatsächlich auch kein Witz, also man kann sich das wirklich angucken und die erklärten das komplett unironisch, um letztlich ihre komplette Identity Politics sozusagen auf die Spitze zu treiben. Willst du mal kurz unseren Zuhörern deine Frisur erklären? Sie ist kurz. Mein Thema ist jetzt die Leihmutterschaft. Ja. Und ich habe mir den Artikel aus der FAZ, die Leihmutter kommt im Fotoalbum vor, angeguckt. Das ist nämlich so eine Reihe in der FAZ, wo sie sich über bestimmte Arten, Kinder zu haben, Kinder zu bekommen oder nicht zu bekommen, beschäftigen. Und das ist irgendwie so ein Gesprächsprotokoll, was da aufgeschrieben und dokumentiert wurde. Es geht um ein schwules Paar, was sich Kinder wünschte und dann doch nicht adoptiert hat und sich für eine Leihmutterschaft in den USA entschieden hat. Das beschreibt die FAZ auch ganz... ganz nett, eine Agentur führt Männerleihmutter, Eizellspenderin zusammen. So, das ist ja eben eine Geschichte aus dem Bilderbuch der FAZ. Und das Interessante bei dieser Darlegung der beiden Väter, also der beiden Herren, die dieses Kind gemeinsam da sich aus den USA geholt haben, gekauft haben, ist, dass sie zunächst mal schildern, dass sie für die Adoption zu alt waren. Mhm. Aha, also meines Erachtens ist das irgendwas so um die 40 und hat ja auch so seine Gründe, warum man ein gewisses Alter vielleicht nicht überschreiten sollte, damit man eben bis zum Ende der Erziehung des Kindes auch fit genug ist, für das Kind da zu sein und vielleicht nicht vorher wegstirbt. Jutti, also die waren zu alt für die Adoption, stellten dann auch fest, dass sie nicht die fachliche und soziale Voraussetzung für eine Pflegeschaft mitgebracht hätten. Aha. Auslandsadoption kam irgendwie auch nicht in Frage, weil das oft schwule Paare nicht zulässt oder da schwule Paare nicht erwünscht sind. Mhm, vielleicht auch aus bestimmten Gründen, die da vielleicht eine Rolle spielen sollten. So, und dann fanden sie es auch anstrengend, genau, Pflegeschaft fanden sie auch anstrengend, weil das würde ja bedeuten, dass man sich einmal im Monat mit der Ursprungsfamilie des Pflegekindes auseinandersetzen müsste. Das war ihnen dann offensichtlich auch zu anstrengend. Co-Parenting, also wo man Freunde fragt, die nicht für ein Kind austragen könnten. Da sind zu viele Konflikte vorprogrammiert. Also die sind offensichtlich etwas konfliktscheu und wollten es super einfach haben und deswegen haben sie sich für die Leihmutterschaft entschieden. Und da sie so konfliktscheu sind, haben sie sich auch dazu und darüber hinaus für eine Leihmutterschaft
in Kalifornien entschieden, denn mit Kalifornien sind die Anerkennungsprozedere am einfachsten. In anderen Ländern ist das nicht ganz so einfach, dass dann beide Väter als Eltern anerkannt werden. In Kalifornien geht das dann in Deutschland. Genau, also in Kalifornien... Wir erinnern nur kurz mal dran, in Deutschland ist es ja nach wie vor illegal. Genau, Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten, aus bestimmten total reaktionären Gründen. Denn in Kalifornien ist das erlaubt. Und in Kalifornien wird auch das Gericht die beiden Männer als Eltern des Kindes eintragen und anerkennen. Obwohl meines Erachtens zum Elternsein immer eine Mutter und ein Vater, weil eine Eizelle und ein Sperma gehören müsste, aber das und diese Biologie, das hatten wir ja gerade schon mal, das ist auch einfach nicht mehr 2021. Nee. Also nee, das lassen wir mal. Biologie ist Mittelalter, mindestens. Ja, vielleicht sogar Steinzeit. Ja. Also das ist hier, das in Kalifornien ist man da eben schon weiter und deswegen hat man sich für Kalifornien entschieden, denn deutsche Gerichte erkennen die Anerkennung Kaliforniens an. Und da dachte man, dann zahlt man eben ein bisschen mehr, kostet nur 140.000 Euro. Nicht schlecht. Wäre im Übrigen heute schon bei 200.000. Aber das kann ich nicht nachprüfen. Jedenfalls konnten sie sich dann so eine Art Register angucken. Das finden sie auch ganz lustig. Das ist nämlich dann so ein bisschen wie bei Facebook. Du hast dann die das gesagt so? So haben sie es geschildert, genau. Ja. Wie bei Facebook. Hast du dann so eine Reihe Eizellspenderinnen und die stellen sich dann vor und was sie machen. Und je nachdem, ob die Eizellspenderin jetzt erst Studentin ist oder schon Mathematikprofessorin, ist das Ei oder sind die Eier dann entsprechend teurer oder günstiger? Und bei der Leihmutterschaft oder bei der Leihmutter, die sie sich dann ebenfalls aus so einem Register aussuchen konnten, genau dasselbe. Also je erfahrener die Leihmutter, desto teurer. Wenn die schon mal Kinder zur Welt gebracht hat, dann ist die eben teurer als eine Leihmutter, die noch keine Kinder zur Welt gebracht hat. Weil das Risiko ja auch höher ist, ob sie das überhaupt schafft. Aber wenn ich kurz einhaken darf, das mit der Studentin, Professorin, das finde ich interessant, weil man setzt hier auf ein bestimmtes Merkmal, eine bestimmte Qualifikation, eine bestimmte körperliche Voraussetzung einen Preis, ja? Ja. Das ist ja eigentlich unglaublich entwürdigend. Das ist ja diese Kommerzialisierung des menschlichen Körpers. Das ist ja letztlich ein Sklavenhandel, ja? Also Wahnsinn. Entschuldigung, das geht ja hier auch um eine Ware, die dann ein Leben lang haben. Also das ist ja wie ein Auto kaufen. Genau. Da willst du doch auch nicht die Katze im Sack. Ja. Also da kaufst du dir ja schon die beste Ausstattung. Genau, da suchst du genau aus. Die schönen Ledersitze und da diesen tollen Heckspoiler. Das muss ja dann schon auch, ich meine, du investierst da ja was. Und das sehen ja dann auch die anderen. Also das muss dann auch eine gewisse Wertigkeit haben. Ich bitte dich. Und problematisiert das die FAZ wenigstens? Nein. Okay. Also der Bericht ist einfach, wie eigentlich diese ganze Reihe, das sind einfach nur so Berichte, Tatsachen, die dann runtererzählt werden. Und dann gibt es höchstens Kommentare auf Facebook zum Beispiel, weil dort auf Facebook ist mir nämlich dieser Artikel auch untergekommen. Und dann habe ich, das mache ich immer als erstes, wenn ich irgendwas lese, was mich aufregt, weil sie hatten dann so ein schickes Bild von eben zwei Männern, die man so von hinten sieht. Der eine trug dann so ein Kind auf den Schultern und das zweite Kind haben sie dann so zwischen sich an den Händen gefasst. Und total schön, dann stand drunter, Adoption wollten sie nicht, also haben sich für Leihmutterschaft entschieden und da stand auch nichts von, dass Leihmutterschaft in Deutschland verboten ist. Aber der geneigte Leser kriegt es dann vielleicht mit. Und so gab es dann Kommentare drunter. Sowas wie, wenn Abstammung so unwichtig wäre, warum suchen dann so viele Adoptivkinder nach ihrer Identität? Gute Frage, ja. Oder was wurde noch drunter kommentiert? Ach, das fand ich auch ganz lustig. Ich warte darauf, bis die erste Leihmutter von deutschen Gerichten vor deutschen Gerichten anklopft und ihr Kind wiederhaben möchte. Ja. Das ist ja ein guter Stichwort auch nochmal mit dem Hinweis darauf, dass letztlich die Adoption beispielsweise oder auch die Pflegefamilie etc., dass das alles gar nicht mehr möglich war. Da müsste man sich ja auch nochmal hier fragen, beziehungsweise man müsste die Gerichte in Deutschland fragen, wie kann es sein, dass man sich einfach bei der Anerkennung von der Leihmutterschaft aus Kalifornien einfach so auf diesen einen Präzedenzfall stützt, den es da einmal gab, ohne im Einzelfall dann auch nochmal zu prüfen, sind die denn überhaupt geeignet? Weil selbst wenn man kann es ja ohnehin schon in Frage stellen, dass man, oder muss es ohnehin in Frage stellen, dass man dem Kind die Mutter vorenthält in dem Fall oder in anderen Fällen den Vater. Die ist doch im Fotoalbum. Ach, sie ist im Fotoalbum, stimmt, genau. Das ist genau das Gleiche. Das wird erzählt. Auch das muss man ja sowieso schon in Frage stellen. Aber selbst auf Basis der bestehenden Gesetze müssten doch die Richter immerhin mal prüfen, ob die beiden denn überhaupt als Eltern geeignet wären. Aber wenn selbst die ganzen anderen Fälle wie Adoption oder Pflegeelternschaft ja schon mal aus
gewiss guten Gründen nicht in Frage kommen. Dass man dann einfach als deutsches Gericht das einfach so anerkennt, weil es irgendwo mal da so einen Präzedenzfall gab. Das ja, ist weißt einfach, du, wie da spielt man mit dem Wohl des Kindes. Ja, ja. Genau, und aber das Lustige ist, es wurde damals, 2011 ist dieser Präzedenzfall geschaffen worden, ja, ist genau mit dem Kindeswohl argumentiert worden. Interessant. Denn zum Wohle des Kindes und zum Wohle, da muss ich aber wirklich auch mal lachen, der Leihmutterschaft hätte man so entscheiden müssen. Denn wenn man die Elternschaft verweigert hätte, hätte es einen Nachteil des Kindes gegeben, und zwar aufgrund des hinkenden Verwandtschaftsverhältnisses. Weil ja das kalifornische Recht diese beiden Väter als Eltern anerkannt hat. Das ist sozusagen ein Verwandtschaftsverhältnis. Und wenn die Deutschen das nicht anerkennen, sondern dann eben, wie das in Deutschland ja üblich ist, die Mutter ist, wer das Kind geboren hat, also die Leihmutter. Und wenn die verheiratet war, dann ist ihr Ehemann auch der Vater dazu. Das heißt, sie hat dann nach kalifornischem Recht diese zwei Männer als Väter und nach deutschem Recht die Leihmutter plus ihren Ehemann als Eltern. Und das sei ein hinkendes Verwandtschaftsverhältnis. Das könne man dem Kind nicht zumuten, das sei gegen des Kindes Wohl. Am Ende suchen sie alle ihre biologischen Eltern. Ob die dann immer so glücklich sind über ihre biologischen Eltern, da ist ja auch viel Enttäuschung dabei. Aber auch das ja wieder ein Riss, noch ein Riss, der dazukommt. Sei mal alles dahingestellt. Die Sehnsucht nach den wahren Eltern ist eben immer da und man schafft hier eine, neben allen anderen wirklich unglaublichen Zumutungen, die man für jede einzelne Partei schafft, bringt man insbesondere für das Kind eine sehr ungünstige Situation von Anfang an. Auf den Leim gegangen, ein Artikel von Professor Uwe Steinhoff im Cicero, im Oktober erschienen. Ein sehr langer Artikel, muss man gleich vorweg schicken, aber es lohnt sich trotzdem, ihn zu lesen, es lohnt sich trotzdem, ihn auch zu teilen, denn er analysiert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das vor nun mittlerweile fast 4 Jahren gefällt wurde zum Thema drittes Geschlecht. Vielleicht erinnerst du dich, das ist schon lange her. Ja, vielleicht kurz weg, Professor Steinhoff lehrt Politics and Public Administration in Hongkong und arbeitet auch in der Uni in Oxford, also er ist tatsächlich kein Jurist, aber er beweist mit diesem Artikel nicht nur eine Menge juristischer Expertise, sondern auch, ja, was in dem Fall auch sehr, sehr wichtig ist, er untersucht die ganzen semantischen Herausforderungen, die es in diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts tatsächlich gibt. Worum ging es damals? Wir alle kennen heute MWD, ja, wir kennen divers, das dritte Geschlecht. Im Oktober 2017 hat Karlsruhe geurteilt, dass es eben verfassungswidrig sei, dass es diskriminierend sei, wenn man in den ganzen im Personenstandsregister, aber auch in den ganzen anderen Möglichkeiten zum Geschlechtseintrag eben die nicht männlichen und nicht weiblichen, also das dritte Geschlecht außen vor lässt. Wobei das ja, ne, man muss ja sagen, der Zustand damals war, man konnte es freilassen. Und der da geklagt hatte, fand ja den Zustand so schrecklich. Wobei, wie wir später noch feststellen werden, der neue Zustand macht es auch aus dieser Sicht nicht besser. Nee, gar nicht. Ein Jahr nach dem Urteil hat eben, also im Dezember 2018, hat dann der Bundestag eben ein Gesetz beschlossen, demzufolge es eben diesen Eintrag divers im Personenstandsregister gibt. Seitdem kann man das machen. Und jetzt, einige Jahre später, kritisiert Professor Uwe Steinhoff das in einem sehr ausführlichen, sehr detaillierten Artikel, der sehr lesenswert eben ist. Steinhoff analysiert in dem Artikel, dass vor allem die Definition des Geschlechts in dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts oder besser gesagt, genauer gesagt, die nicht vorhandene Definition. Denn sein Hauptkritikpunkt an diesem Urteil ist, dass es nämlich über das Geschlecht urteilt, ohne das Geschlecht richtig zu definieren, überhaupt zu definieren. Ja, das Gericht spricht von einer Geschlechtsidentität, spricht davon, dass es eben diskriminierend sei, wenn Menschen, die sich weder dem weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen, sich irgendwie nicht vertreten fühlen, repräsentiert fühlen in dem Personenstandsregister. Und dementsprechend müsste man nun eben diese dritte Kategorie schaffen. Sie befragen keinen einzigen Biologen, wer hätte es gedacht, für ihr Urteil, sondern sie befragen die Bundesärztekammer, den Ethikrat und die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, die jeweils eben in Stellungnahmen ihre Position zu dieser Frage abgeben und die auch, wer hätte es gedacht, alle drei eben auch affirmierend urteilen. Das heißt, sie sagen, es braucht auf jeden Fall eine dritte Option. Interessant ist, dass auch diese drei Interessensgruppen oder Institutionen, wie man sie nennen mag, in ihren Stellungnahmen nicht genau definieren, was eigentlich Geschlecht ist. Und Steinhoff analysiert eben sehr, sehr detailliert in dem Artikel die Problematik an diesen Aussagen, die das Gericht und diese drei Organisationen zum Thema Geschlecht bringen. Ich zitiere mal kurz aus seinem Artikel, er beschreibt das hier nämlich sehr, sehr gut.
Das Bundesverfassungsgericht fordert anlässlich eines Falls mit chromosomaler Störung einen dritten positiven Geschlechtseintrag. Es beruft sich dabei auf die Medizin und impliziert somit, dass es de facto und nicht nur als juristische Fiktion ein drittes Geschlecht gibt. Dafür sollte es dann eine sehr gute Begründung haben. Es hat jedoch überhaupt keine. Dies erkennt man, wenn man sich klarmacht, wie eine Begründung für die Existenz einer bestimmten Anzahl von Geschlechtern aussehen müsste. Man benötigt eine Definition des Geschlechtes, eine für die Anzahl derselben relevanten empirische These und aus beiden muss man logisch das Ergebnis ableiten. Die Definition lautet: Das Geschlecht ist die Entwicklungsrichtung eines Organismus hin auf die Produktion einer bestimmten Art von anisogametischen Keimzellen. Also das ist die eigentliche Definition von Geschlecht, wie er das auch noch weiter ausführt, die in ganz gängigen biologischen, wissenschaftlichen Lehrbüchern vorhanden ist, nämlich dass es einfach zwei Keimzellentypen gibt. Aber diese biologische Definition von Geschlecht wird einfach vom Gericht komplett außen vor gelassen. Stattdessen fokussiert man sich auf die konstruktivistische, das heißt letztlich auf die Definition der Gender-Ideologie, also dass letztlich Geschlecht sozial konstruiert sei und daher kommt auch dieser Begriff der Geschlechtsidentität, also dass man letztlich sich so fühlt, wie man sich auch immer irgendwie fühlt, also dass man letztlich von biologischen Tatsachen komplett absieht. Das ist tatsächlich eine komplett falsche Voraussetzung, überhaupt so ein Urteil treffen zu können, sagt Steinhoff, denn es sei eine andere Sache, wie er sagt, wenn man jetzt auf einmal ein Nobelpreisverdächtiges Wunder wirken würde, würde einen dritten Keimzellentyp in dem Sinne tatsächlich ein drittes Geschlecht entdecken, aber es ist da dementsprechend was komplett anderes, wenn man dann einfach sagt, ohne solche wissenschaftlichen Grundlagen, auch wir nehmen einfach mal das Gefühl des Einzelnen her, also eben diese sogenannte Geschlechtsidentität. Das löst erstens überhaupt keine angebliche Diskriminierung und zweitens stecken dahinter natürlich auch eine ganze Menge an Geschäftsinteressen. Natürlich ist es so, dass natürlich Organisationen, auch wie Bundesärztekammer oder auch die Deutsche Gesellschaft für Psychologie, auch ein Interesse daran haben, weil natürlich dahinter auch ganz viele andere psychotherapeutische, medizinische oder auch ja, pharmazeutische Unternehmen oder Interessenverbände stecken. Die haben alle ein Interesse daran natürlich, dass diese affirmierende Entwicklung gegenüber der Geschlechtsidentität vorangeht, weil das natürlich viele Kinder und Jugendliche dazu verführt, irgendwann mal Pubertätsblocker, Hormontherapien und irgendwann Geschlechtsumwandlung zu machen, was viele bleibende Schäden hinterlässt und was bei ja, den behandelnden Kliniken natürlich ja, den Rubel rollen lässt. Wie viele haben sich denn als D wie divers eintragen? Ach so, ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Es gibt da eine Erhebung zum September 2020, also vor einem Jahr. 394 Erwachsene waren es in Deutschland und 19 Neugeborene, die das dann eben bekommen haben. Also eine verschwindend geringe. Und weiß man, ob das jetzt in dem Sinne intersexuelle oder transsexuelle waren oder sind? Nee, dazu gibt es natürlich keine Unterscheidung in dem Fall, sondern die tragen sich dann einfach oder lassen das dann einfach als divers eintragen. Das finde ich nämlich das Spannende, dass diese beiden Sachen, die ja so unterschiedlich sind, immer zusammengeschmissen werden, in einen Topf geworfen werden. Und weil eigentlich ist ja dieses divers für Intersexuelle in dem Sinne geschaffen worden, wobei wiederum bei Intersexuellen die Gruppe derer, die wirklich nicht wissen, wozu sie gehören, schwindend gering. Es ist ja im absoluten Promillebereich, da die allermeisten sich eben dann mal vom Phänotypen, also von dem, wie sie ihm ausschauen, beeinflussen lassen und dann dieses und Geschlecht dann auch annehmen, zuordnen lassen. Und damit ja auch sehr gut leben, muss man ja auch betonen. Und die allermeisten suchen eigentlich eine klare Definition und eben nicht diese Unklarheit. Genau. Denn divers, was ist divers? Ja, divers ist alles. Ja, genau. Und das, wenn man konsequent ist, müsste eigentlich divers auch nur eins unter ganz, ganz vielen sein. Ja. Weil wenn du dir diese Geschlechtsidentitäten in Anführungszeichen anguckst, sind die ja schon definiert. Ne? Ja. Also und geben eine klare Richtung. Und da ist divers ja doch eher schwammig, noch viel schwammiger als irgendwie weiblich oder männlich, weil sie doch in der Regel eher entweder zu weiblich oder zu männlich tendieren. Und nichtsdestotrotz, das finde ich ja sehr irre, hat das gesellschaftlichen unglaublichen Einfluss genommen, weil du findest keine Stellenausschreibung mehr, die nicht nach männlich, weiblich und diesem merkwürdigen Divers sucht. Ja. Und das braucht auch nicht mehr lange, dann werden wir auch eine diversen Quote haben. Ja. Also das, weil was spricht denn dagegen, jetzt auch divers noch paritätisch zu besetzen, wenn denn schon Frauen und Männer. Eben. Paritäten müssen ja sichtbar gemacht werden. Am Ende ist es ja auch nur, weil du die nicht sehen willst. Ja. Die sind ja aber alle da und es sind nämlich eigentlich viel mehr als diese 300.
96 oder was du davon 94, gesagt hast. Ja. Genau, das ist ja der Punkt. Man argumentiert ja immer, ja, weil die Diskriminierung in der Gesellschaft immer noch so groß ist, trauen sich ja wenig Leute eben als solches anzuerkennen. Aber das ist natürlich ein, ja, self-fulfilling prophecy. Genau, und weil es ja selbst bei den Transgender-Leuten so ist, dass die in der Regel einfach ins andere Geschlecht wollen. Also, ne? Also kann man genau. Ja stehen, wie man will dazu, aber in aller Regel, ob das jetzt Georgina Kellermann ist, ja. Die eben sich als Frau fühlt und dann, die sieht zwar aus wie ein Mann in Frauenkleidern, aber gut, sie möchte gern eine Frau sein, ja. Möchte eine Frau sein und zieht sich dann eben ganz Stereotyp-Stöckelschuhe an, schminkt sich, macht sich Ohrringe rein, also versucht alle Eigenschaften einer Frau, einer stereotypen Frau zu erfüllen. Oder Tessa Ganserer, unsere neue Bundestagsabgeordnete aus Bayern, die vormals, nee, eigentlich jetzt immer noch ein Mann ist, genau, die Geschlechtsteile sind ja alle noch so vorhanden, aber macht eben einen auf Frau. Ja. So. Ja. Also auch da ist nichts mit D, wie divers. Eben, das binäre Geschlechtersystem, also männlich, weiblich, das entspringt der Biologie, es entspringt dementsprechend auch darauf folgend dann auch unsere Geschichte, unsere Kultur, unsere gesamte Anthropologie. Und das kann man erstens natürlich nicht so einfach ausmerzen und zweitens, alles, was darüber hinausgeht, endet immer in der Willkür. Das sehen wir eben auch, wie du gesagt hast, warum nicht eine diversen Quote, warum nicht eine Quote hierfür, dafür, und dann finden wir noch neue Geschlechter. Und das ist letztlich auch das Problem bei diesem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dass es letztlich komplett die Willkür Einzug halten lässt in die Rechtsprechung, dadurch auch in die Politik. Und dass wir letztlich eigentlich gerade hier nur am Anfang dieser Entwicklung sind, ja. Also wir auf diesem Urteil werden in den nächsten Jahren zum Thema transsexuellen Gesetz und ähnliches noch viele weitere Urteile oder Gesetzesvorhaben, Gesetzentwürfe eben aufbauen. Und zwar nicht nur von unserer zukünftigen möglichen Ampelkoalition, sondern auch die CDU ist ja ganz vorne mit dabei. Ach, was gibt's denn Neues? Ja, und die vielleicht zukünftige CDU-Vorsitzende Helge Braun wurde jetzt bei Bild gefragt, wie viele Geschlechter es gibt. Was hat er denn gesagt? Und dann hat Helge Braun gesagt, ja, dass er glaubt, es gibt da neben den klassischen, auch das schon wieder, neben den klassischen Geschlechtern, haben wir noch ein bisschen divers und darunter subsumieren sich dann eben ganz, ganz viele und er glaubt eben nicht, dass man die abschließend alle zählen könne. Aha, das hat er gesagt. Das hat Helge Braun gesagt. Und womöglich fühlt Helge Braun sich ja auch wo ganz anders zugeordnet. Das hätte der Bildjournalist fragen wollen. Vielleicht. Ja, also wenn ich ein Bildjournalist wäre, ich hätte gefragt, und Helge? Ja, klassisch oder? Eher so klassisch unterwegs oder schon subsumiert unter divers? Puh, das lässt ja einiges hoffen. Na je. Werden wir vielleicht bei der Antritts- oder Kandidaturrede von Helge Braun ja erfahren. Weil es gehört ja jetzt zum Standard dazu, dass man seinen Namen sagt. Genau. Hast du mir ja vorhin erklärt, seinen Namen, seine Pronomen und die Frisur. Ja, genau. Wenn Helge Braun seine Frisur erklärt, wäre schon viel erklärt. Genau. Ja, wir hoffen, also eigentlich wäre es schön, wenn er CDU-Vorsitzender würde, weil dann könnte er das mal endlich einführen. Und dann würde die CDU auch endlich die Ampelkoalition auf der progressiven Seite überholen. Kommen wir zu meinem zweiten Thema. Einem Kommentar von Lynn Hirse in der Taz. Also Hirse überlegt, ob sie vielleicht keine Kinder lieber bekommt. Also weil sie irgendwie eigentlich gar keinen Bock hat und kein Interesse an den Kindern, obwohl sie total gerne mit Babypuppen gespielt hat und das eigentlich so als ihr Leben gesehen hat, Mädchen, Babypuppe, Frau, Baby. Aber ach, irgendwie ist sie jetzt nicht so danach und sie findet es eigentlich auch blöd, dass man sich da so für rechtfertigen muss und dass immer, wenn sie sagt, sie will vielleicht gar keine Kinder, dann kommen immer Antworten zu ihr wie, ach, das wirst du bereuen oder ach Mensch, das kommt schon noch oder na, aber jetzt viel Zeit hast du ja nicht mehr, ach, da fehlt ja nur der richtige Mann und ach, wegen der Klimakrise und ach, hast du Angst davor und so bla bla bla. Also sie erzählt dann eben auch, was alles so ist und alles sei ganz furchtbar und überhaupt sie als mögliche Kinderlose oder als Frau ohne Kinderwunsch hat es ja so schwer in dieser Gesellschaft. Oh, ja. Und man denkt so, oh meine Güte, Mädel, wem erzählst du denn das? In deiner ganzen Blase wollen die alle Kinder. Ja, genau. Kinder. Und auf einmal sind sie 40 und dann wollen sie doch alle Kinder als Statussymbol. Ein, ach, ganz schnell noch ein zweites und wie schicki und neben den Suff gleich noch zwei Kinderchen gesetzt. Hm. Also wirklich, ich kann es eigentlich fast nicht mehr hören. Sie spricht sich dafür aus, dass man die Frauen alle machen lässt. Naja,
dadurch, dass das ja inzwischen fast so ein kleiner Hype geworden ist, dass man fürs Klima oder für die Weltrettung oder weil man eben nicht egoistisch sein möchte, am besten keine Kinder in diese Welt setzt, die sogenannten Antinatalisten, ja. Oder dann doch eine gewisse Konjunktur haben, ja bitte? Wie ich auch las, kinderfrei will man auch genannt werden. Genau, ja. Genau. Das kommt nämlich von der bekanntesten deutschen Antinatalistin, Verena Brunschweiger. Die hat ein Buch geschrieben, das heißt lieber kinderfrei als kinderlos. Okay. Weil frei, also wenn man kinderlos ist, dann ist ja das negativ. Dann fehlt ja was. Genau, und frei ist aber ein positiver Begriff. Man hat sich eben frei gemacht von dieser merkwürdigen Sache mit diesen Kindern. Brunschweiger bezeichnet sich ja selbst als Ökofeministin, die Reproduktion als eine der größten Umweltsünden ansieht. Und deswegen kommen für sie eben Kinder nicht in Frage. Mhm. Es gibt aber eben, wie gesagt, auch ganz, ganz viele andere Gründe, warum man das besser darauf verzichtet, Kinder zu haben. Denn man setzt sie sozusagen in die Welt und dann sind die in der größten Zeit ihres Lebens unglücklich, weil das Leid überwiege wohl immer das Glück. Und deswegen sei es viel verantwortungsbewusster, den Kindern dieses Leid zu ersparen. Das ist einer der bekanntesten internationalen Antinatalisten, ist David Benatar. Der hat das Buch geschrieben, Better Never to Have Been. Und der vertritt zum Beispiel diese These. Und deswegen sollte man lieber verzichten auf Kinder. Die Frage ist ja sowieso, machen Kinder glücklich oder unglücklich? Und da gibt es viele, viele Studien. Und viele kommen auch zu dem Ergebnis, dass Kinderlose viel, viel glücklicher sein, weil sie sich eben verwirklichen können und weil sie eben diese ganze Frustration nicht haben. Dieses Glück ist wohl immer nur so von ganz kurzer Dauer, kurz vor der Entbindung. Seien die Eltern sehr, sehr glücklich, dann sind die Kinder da und dann wird es ganz schlimm und dann gibt es mal so eine Zeit dazwischen, die ganz nett ist, dann kommt die Pubertät und dann sind sie wieder alle ganz, ganz unglücklich. Dann gibt es aber andere Studien, die sagen, nee, das hängt aber eher vom sozioökonomischen Status ab und wie abgesichert man denn ist. Also diese Studie, die zu diesem Ergebnis kommt, dass die also wahnsinnig unglücklich sind, das ist halt eine amerikanische Studie. Und da man in Amerika viel weniger abgesichert ist als in Europa zum Beispiel, hänge das eher damit zusammen. Und wenn man in Deutschland so eine Untersuchung macht, oder es gibt eine deutsche Untersuchung oder eine von vielen, die kommt dann eher zu dem Ergebnis, dass Mittelstandsfamilien mit Kindern sind eben viel glücklicher als Mittelstandssingles. Und dann kommt es noch darauf an, ist die Frau Vollzeit arbeiten oder Teilzeit oder gar nicht arbeiten. Also eine Vollzeitmutter ist unglücklicher als eine Teilzeit-Single-Frau. Aber wiederum eine Teilzeitmutter oder eine Mutter, die gar nicht arbeiten geht, ist deutlich glücklicher als eine Vollzeit arbeitende Single-Frau oder nicht. Okay. Kinder. So. Also offensichtlich spielen ein paar mehr Faktoren eine Rolle. Was aber nachweislich so ist, ist, dass Eltern länger leben. Ah, interessant. Immerhin. Weil man eben durch die Kinder einen eher gesünderen Lebenswandel hat und weniger risikobereit zum Beispiel durchs Leben geht als ohne Kinder. Lustig fand ich ja noch bei der Vera Brunschweiger, die ist ja nicht nur Ökofeministin und aus diesem Grunde kinderlos, sondern sie findet auch, dass dieses ganze Kinderkriegmodell ein bürgerlich-reaktionäres Projekt ist. Also schon von dieser Warte könnte man vielleicht sagen, ja, dann machen wir das vielleicht doch. Ja, genau. Es gibt auch im Übrigen einen Philosophen in Indien, der hat seine Eltern verklagt dafür, dass sie ihn geboren haben, weil sie haben ihn ja gar nicht gefragt, ob er geboren werden möchte. Das war seine Begründung? Das war die Begründung. Ich kenne diesen Spruch noch aus dem Poesiealbum, den habe ich früher viel reingeschrieben. Niemand hat mich gefragt, ob ich geboren werden will, also hat mir auch keiner zu sagen, wie ich zu leben habe. Total cool. Ja. Also der hat das aber als Philosoph dann durchgezogen und hat seine Eltern verklagen wollen. Seine Mutter fand es im Übrigen richtig, dass er das macht. Und sie sagte, das hätte sie ihn vorher gekannt, also hätte sie jemanden kennengelernt, der ihr das erzählt hätte, der diese Welt so mal erklärt hätte, dann hätte sie ihn nie bekommen. Okay, mir fehlen da die Worte tatsächlich. Ja, daraus könnte man einen interessanten Film machen, ja, wie er sich sozusagen immer wieder selbst aufhebt. Ja, gut, dass du mir den Film erklärst, weil ich finde das interessant, das Phänomen, als du es in den Studien erklärt hattest, dass es ja auch so eine popkulturelle Beeinflussung ist. Du hast relativ viele Filme, auch aus Hollywood beispielsweise, die ja auch aus Deutschland teilweise, die mit diesem Phänomen der vollkommen überforderten, vollkommen gestressten und genervten und unglücklichen Mutter irgendwie spielt. Das gibt es auf einer ganz unterschiedlichen Ebene. Manche werden dann irgendwie zwar glücklich, manche finden das irgendwie, indem sie sich selbst finden und bla. Und also es gibt dieses Phänomen, es wird relativ häufig
verarbeitet in Filmen. Das ist zwar dann ja nicht so radikal, wie jetzt das die genannten Autorinnen machen, dass die dann am Ende dann zu dem Schluss kommen, dass es gut, gar keine Kinder zu haben, aber es verbreitet ja doch eben dieses Narrativ von wegen, na, Kinder sind halt vor allem eine Belastung. Ja. Und die radikalen Gegenentwürfe zum Kinderkriegen, wie du sie gerade eben auch schon skizziert hast, die nehmen ja tatsächlich auch noch weiter zu. Also auch ein anderer Weg ist, das wird beispielsweise wohl auch bei dem bereits von uns besprochenen Format Funk schon breit getreten, nämlich wie toll es doch sein und wie normal es auch sein, wenn sich Frauen einfach bereits in jungen Jahren freiwillig sterilisieren lassen würden. Ja, einfach damit sie gar nicht mehr mit dieser Bürde des möglichen Kinderkriegens überhaupt leben müssen. Ja? Also, wer finanziert eigentlich deren Renten später? Ach ja, stimmt, meine Kinder. Super. Ja, genau. Machen die gerne. Das ist eine gute Frage, was die sich dabei gedacht haben. Aber eben, normalerweise kommt ja so gut wie niemand auf die Idee, so etwas zu tun. Aber wenn natürlich eine Plattform wie Funk mit einem Millionenpublikum solche absurden Thesen und Positionen verbreitet, dann kommt vielleicht wirklich leider dann noch ein junges Mädel auf die Idee. Ja, genau. Zumal ja, also viele junge, also gut, es ist zweischneidig. Zum einen gibt es die Shell-Studie, an die muss ich denken, genau, die stimmt. eben immer die Stimmung der Jugendlichen ja so aufnimmt, und es ist anhaltend der Trend, dass sich die jungen Leute eine Familie wünschen und Kinder wünschen. Aber in diesen 20er Jahren kriegen die wenigsten dann ihre Kinder. Also das ist dann schon eher gesellschaftlich verbreitet, nee, mach mal dann erst mal eine Ausbildung und dein Studium und krieg mal jetzt bloß nicht und warte länger auf den richtigen, probier dich aus. Das ist noch nicht der Rede. Mit 19 hast du noch nicht den richtigen Mann kennengelernt. Wart mal noch, wie gesagt, bis sie 40 sind und dann kriegen sie die große Panik. Also wenn das so zusammenkommt, ist natürlich, dann hat man vielleicht mit 25 dann doch das Gefühl, ach nee, dieses Kinderding ist nicht meins. Mhm. Ja, und es gibt ja auch viele Leute, die das ja auch dann öffentlich bekunden, dass sie es dann irgendwann bereuen. Also, was war in den letzten Jahren, was hatten wir, Jogi Löw, Sarah Wagenknecht, das waren zwei Beispiele, die mir gerade einfallen, die dann auch... Was Jogi Löw hat bereut, dass er keine Mutter geworden ist? Nein, aber keine, es trifft ja auf Männer genauso zu viel. Das mag sein, das stimmt. Ja. Ich hatte ja von dieser Reihe erzählt, in der FAZ, über dieses Kinderkriegen und Nicht-Kinderkriegen und so. Und da gab es auch einen Artikel dazu oder von einer Redakteurin, die keine Kinder kriegen konnte oder hätte dann so eine aufwendige Hormonbehandlung machen müssen, und darauf hat sie dann verzichtet. Was durchaus, finde ich ja, es ist ein nachvollziehbarer Grund, diesen Weg so zu gehen, ist ja aber auch tatsächlich nochmal was anderes, als sozusagen im Saft zu stehen und es eigentlich zu können und dann bewusst nicht zu machen und sich gar sterilisieren zu lassen. Ja. Also sie hat sich entschieden, diesen Weg nicht zu gehen und bereut es eben wohl nicht und denkt auch nicht, dass sie das je bereut. Man hat aber gemerkt, sie schrieb dann auch davon, dass sie dann so andere Freundinnen besucht, die Kinder haben, und dann hat sie fast so ein bisschen schadenfroh oder mit einer gewissen Genugtuung berichtet, dass die immer alle gestresst auch sind und dass das nicht, also klar stellt sie auch fest, es ist natürlich nur ein Ausschnitt, den sie sieht, aber sie hat das Gefühl, dieser Ausschnitt sei der Alltag. So, und dann versucht sie natürlich, sich diese Situation auch so einzureden, das ist immer Stress. Und natürlich bedeutet, Kinder haben Stress. Und natürlich ist das eine Riesenverantwortung, Herausforderung. Und das ist der Anfang der Schlafmangel und dann kommen diese Schulprobleme und dann kommt die Pubertät und das ist natürlich alles irre. Aber die allerwenigsten, und deswegen fand ich damals diese Regretting Motherhood-Geschichte auch so furchtbar, die allermeisten bereuen es eben nicht, weil dann doch, wenn es auch nur kleine Glücksmomente sind, aber in aller Regel überwiegen diese Glücksmomente, ist diese Bande so stark zwischen Vater, Mutter und den Kindern, dass das alles eben wettmacht. Und wir alle haben ja Eltern und wir wissen ja, wie die Bande ist oder eben nicht ist und was dann, selbst wenn das Verhältnis irgendwie zerrüttet ist, ist irgendwie etwas da und man wäre ja nicht hier und könnte dieses Leid und die Freude, die man eben hat, nicht erleben und dieser Welt nichts schenken. Und mit jedem Einzelnen, der eben nicht auf die Welt kommen darf und auf den verzichtet wird, der wegsterilisiert wird, ja, der fehlt hier und der hätte hier etwas zu erfüllen gehabt. Ja, allerdings. Also es ist nicht nur die Rentenzahler, es sind ja auch Kreative, Musiker, Schauspieler, also um mal so diese Vocus-Szene zu bedienen, Journalisten, ModeratorInnen und so, die dann uns alle verloren gehen, das möglicherweise. Heißt, wir wissen es ja nicht. Unser Appell, der Welt Glücksmomente bescheren, das heißt Kinder. Krieg Kinder. Sehr gut. 11. Folge. Wir haben sie rumgekriegt. Genau. Ja, wir machen jetzt am besten noch eine Flasche auf und feiern die 11. Folge, während wir sie allein lassen im Kommentarbereich, den Sie sehr gern bestücken können mit Anregungen, Fragen, Hinweisen, Lob, Daumen hoch, solange das noch geht, Daumen runter, ist auch okay. Ich glaube, das geht nicht mehr überall, aber... Aber man kann noch auf YouTube zumindest einen Daumen runter machen. Ja.
Brauchen sie aber auch nicht machen. Sie können den auch hochmachen. Macht der Ego uns keiner. Ist schon in Ordnung. Bei uns macht es keiner. So, nein. Ja. Wir hatten wieder sehr viel Spaß mit Ihnen. Es freut uns immer wieder, dass Sie uns so gebannt und gespannt zuhören, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit schenken. Und wir wünschen Ihnen wundervolle Tage. Denken Sie an uns und an Ihre Kinder. Das sind sehr gut. Die künftigen oder die schon vorhandenen. Haben Sie sie lieb. Beim nächsten Mal machen wir das Dutzend dann voll. Moritz, auf Wiedersehen. Ich freue mich.